Das Promi-Geflüster im Jahr 2023 gibt es auch einiges zu feiern. Wir haben ja schon in unserer ersten Ausgabe dieses Jahr 50 Jahre Truckstop mal erwähnt. Dann gibt es natürlich auch wieder den Eurovision Song Contest dieses Jahr. Und wisst ihr noch, wer vor 20 Jahren teilgenommen hat, Deutschland vertreten hat, damals wirklich noch gut abgeschnitten hat mit einem guten, ja, 11. Platz auf alle Fälle, besser wie die letzten Jahre. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, mein heutiger Interviewgast Lou, grüße dich. Hallo mein Lieber, viele Grüße aus Waghäusel. Waghäusel, genau, das ist im Norden Baden-Württembergs, Heidelberg, die Ecke, Mannheim, genau so zwischendrin da irgendwo, gell? Die heißeste Stadt im Sommer. So ist es, genau. Auch in Mannheim tut sich, glaube ich, dieses Jahr einiges. Da kommen wir alles nachher mal noch drauf zu sprechen. Denn, wunderbar. Wie gesagt, Lou, eigentlich Marie-Louise Hoffner, so ist es im Wikipedia und natürlich auch auf deiner Homepage zu sehen. Ja, das war, als Marie-Louise wurde ich ja geboren, aber man sagt mir nach, dass ich ein recht quirliges Kind war. Und bis meine Mami Marie-Louise gerufen hätte, wäre ich um die Ecke gewesen. Also war das ganz schnell die Lou und ich blieb stehen und alles war prima. Und natürlich hat der Name natürlich auch im Showbusiness dir, glaube ich, da ganz gut weitergeholfen, ne? Ja, natürlich. Das ist ein kurzer Name, ist immer viel besser. Ja. Und irgendwann war das eben die Lou und fertig. Ja, richtig. Ja, ich sagte gerade hier, der Eurovision Song Contest, der steht jetzt ja wieder an. Und 20 Jahre sind es wirklich her, unfassbar, wo du 2003 sozusagen Deutschland vertreten durftest. Das war ja eigentlich irgendwo immer so ein Herzenswunsch von dir, einmal beim Grand Prix dabei sein zu dürfen. Ja, also ein Herzenswunsch war es, auf der einen Seite natürlich Sängerin zu werden und auch von diesem Job leben zu dürfen. Ja, also das darf ja nicht jeder. Ja. Ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren hauptberuflich, das ist natürlich was Tolles. Und dann kam natürlich auch dieser kleine Gedanke, Mensch, einmal Eurovision, das wär's. Dass ich es dann gleich zweimal machen durfte, das war natürlich der Hammer. Genau. Und im zweiten Anlauf ist das natürlich auch gelungen, da wirklich gut dabei abzuschneiden. Also ich denke mal, wenn man so unter die Top 10 kommt, dann hat man es doch schon geschafft irgendwo, oder? Ja, Top 10 habe ich nicht ganz geschafft, so knapp. Aber wie du sagst, es ist ja, was danach kam, habe ich doch noch einen guten Platz gemacht. Es wird natürlich immer von der Presse runtergeschrieben, wenn man nicht gewinnt. In Deutschland ist das so, da gewinnt man entweder oder man ist gar nichts. Mhm. Und also nach mir waren dann plötzlich 20., 25. Plätze Achtungserfolge und so. Da musste ich dann schon auch so ein bisschen grinsen. Ja, es ist die Eurovision ist natürlich etwas ganz, ganz Großes im Leben. Und es hat mir mal jemand was ganz Tolles gesagt. Er sagte, das ist, als ob du bei Olympia eine Medaille geholt hättest. Die nimmt ja keiner mehr. Diesen Ritterschlag hast du. Mhm. Du warst dabei. Es ist der größte Gesangswettbewerb weltweit. Und das macht mich schon stolz, ja. Mhm. Auf alle Fälle, klar. Und man muss natürlich sagen, weil du es ja auch gerade so sagtest, da in Deutschland, ich habe so in den letzten Jahren eigentlich auch immer vernommen, oder so kommt es mir zumindest vor, dass wirklich die Fangemeinde des großen ESC, also die sind ja, also das eigene Land wird eigentlich sehr selten unterstützt, wenn da nicht irgendwas super Tolles dabei ist. Du bist richtig. Ich denke, es ist einfach auch ganz anders geworden. Die ganze Sendung ist anders, der ganze Wettbewerb ist anders. Das ist auch nicht mehr dieser Glamour-Faktor, den wir hatten. Ja? Es ist kein Grand Prix mehr. Mhm. Dieser ESC, der hat sich sehr gewandelt. Nun ist es tatsächlich so, dass auch dieser, ich sage jetzt einfach mal Nationalstolz, den wir da immer hatten, wir halten zusammen und hier Deutschland geht nach vorne, das ist tatsächlich so nicht mehr da. Und nun, das ist ja natürlich auch ein Politikum, das wissen wir alle, wie gefährlich und wie schwierig es ist, sich da in irgendeiner Form zu äußern. Man wird ganz schnell in eine Ecke gestellt, das ist mittlerweile ja ein Volkssport.
Und ja, es ist auch eine andere Sendung. Also bei uns kam es tatsächlich noch auf den Gesang an, sage ich immer, ja. Heute ist das ja mehr Pyrotechnik, mehr Hauptsache nackig und bunt und ja, es ist mehr drumrum als letztendlich der Titel und der Gesang. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ja, und wie du sagst, Nationalstolz, der geht irgendwo ein bisschen bei uns da wieder verloren, leider, leider. Ja. Ja, und natürlich kommt auch wiederum hinzu die Social Medias, also was heutzutage alles drumrum noch ist, als nur das Fernsehen, ne? Was Ja, auch das noch viel Problem ist halt, dass mit. gerade auf diesen Kanälen natürlich jeder sein psychologisches Problem rausschreien darf und anonym Ja. rumkloppen darf, sag ich mal, und beleidigen darf. Ich sag immer, die Sprache verroht auch. Richtig. Und die Menschen können gar nicht mehr anständig miteinander sprechen. Wir So haben ist eine es. wundervolle Sprache und vor allen Dingen wird sofort beleidigt und sofort in die tiefste Schublade gegriffen. Das finde ich sehr schade. Und das wiederum ist natürlich irgendwo ein Resultat von diesen Social Media. Definitiv, also die Welt hat Vorteile und Nachteile, aber ich denke mal, wenn man es richtig nutzt, dann funktioniert es schon auch. So sehe ich das auch. Ganz genau. Dann natürlich die nach dem Eurovision Song Contest, nach der Teilnahme. Da hat sich für Ja. dich natürlich schon auch einiges gewandelt. Ich denke Oh mal, ja. da kam sehr viel Positives. Also du warst ja dann in sämtlichen aktuellen TV-Sendungen zu sehen und auch die Auftritte wurden mehr, oder? Ja, es war natürlich sehr, sehr viel los um mich, um meine Person und es war eine tolle Zeit. Ich sage immer, ich habe meine Grenzen auch kennengelernt, psychisch wie physisch. Es ist tatsächlich so, wenn man den Kopf so ein bisschen zum Fenster rausstreckt, dann kommen ganz viele Freunde plötzlich und ganz viele Schulterklopfer und jeder kann was ganz Tolles mit dir, was sich im Endeffekt nicht unbedingt positiv rausstellt. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht, weil ich ja eine ganz tolle Familie habe, die hinter mir steht und insofern gut eingebettet war. Ja, und Ralf hat mich auf dieses Pferd gesetzt. Hat mich zum Grand Prix, zur Eurovision geschickt. Reiten muss ich das selber, ne? Also Das das ist kann er nicht klar. auch noch tun. Und im Nachhinein muss ich sagen, es hat mir natürlich unglaubliche Türen geöffnet. Die Plattform zu TV, zu Radio und so weiter. Da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Und das nutze ich heute noch und das mache ich immer noch gerne und es ist weiterhin sehr schön. Auf alle Fälle. Und ja, Ralf, klar, er hat natürlich vielen Musikern so den Weg geebnet. Ich denke nur an Genghis Khan. Zweifelsfrei. Ich denke nur an Die auch Genghis Khan, manchmal ein bisschen Nicole. undankbar sind, ne? Ja, da gibt es auch solche und solche. Genau. Ja, Nicole natürlich, das war natürlich sein größter Wahnsinn. Erfolg, genau. Und jetzt hat er natürlich noch ein paar Musicals am Laufen, unter anderem Zeppelin Ja. in Füssen, im Neuschwanstein da beim ja, König-Ludwig-Schloss da Läuft gegenüber. ja jetzt wieder an im März. So ist es, genau. Ja, und ja, da drücken wir ihm auf alle Fälle, denke ich mal, Also, wieder ganz, ganz fest die Daumen. ich war ja schon zweimal, ne? Ich musste das ja immer, ich muss immer alles zweimal sehen. Einmal bin ich total begeistert und vor lauter Quatschen rechts und links kriege ich die Hälfte nicht mit. Ja, zweimal, es ist ein unglaublich fulminantes Werk, was da auf die Bühne gebracht wurde und wird. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich das anzugucken. Geht dahin, es ist tatsächlich der Abend absolut wert. Ja, dem lieben Ralf natürlich drücken wir die Daumen. Ich habe ihn ja Ja. zuletzt getroffen in Essen bei der Goldenen Sonne von Sonnenklar TV. Und da geht es ja im April, glaube ich, auch weiter. Vielleicht sehen wir uns ja da, liebe Lu, ne? Das Warum würde mich nicht? freuen. Ich bin auch eingeladen und dann können wir vielleicht auch mal ein Gläschen Bier zusammen trinken. Endlich nach so vielen Jahren. So ist es. Eins oder zwei oder wie auch immer. Ja, Sehen wir ja dann. wie auch immer. Wie der Abend sich entwickelt dann. Genau. So. Richtig. Ja, dann natürlich, das war jetzt für mich ein bisschen neu, aber deswegen, ich habe es jetzt auch dann nachgelesen, die Theaterbühne ist natürlich auch noch ein zweites Standbein von dir. Also du hast, schauspielerisch stehst du auch auf der Bühne.
Das schon seit ein paar Jahren, also auch vor dieser unsäglichen Pandemie. Ich war 3,5 Jahre mit Hansi Kraus, dem Lausbuben aus den Lümmelfilmen, auf Theatertour mit Gurney's Love Letters. Das ist ja eins der größten oder eine der größten szenischen Lesungen, die es überhaupt gibt, die am Broadway waren, die von ganz, ganz großen Schauspielern schon gelesen wurden, auch amerikanischen Schauspielern. Ja, und dann kam, wie gesagt, die Pandemie. Dann hat sich das alles ein bisschen zerschlagen. Und während dieser Zeit dachte ich mir, Mensch, wenn das jetzt alles vorbei ist, ich glaube, die Menschen müssen lachen. Die Love Letters sind doch sehr getragen und am Ende sterbe ich sogar, stell dir mal vor. Ja, aber ich glaube, es kann niemand so schön sterben wie ich. Ich schwöre es dir. Ja. Und in dieser Zeit habe ich mir dann überlegt, wenn das jetzt alles wieder weitergeht und aufgeht, wenn wir wieder dürfen, dann müssen die Menschen lachen. Die haben es verdient. Und dann habe ich meine Liebe, Lust und Hexenschuss geschrieben, auch eine szenische Lesung. Konnte dann Gideon Burkhardt, den tollen Schauspieler, gewinnen, dass er mit mir jetzt ab Herbst dann auf Lesetour mit dem Stück geht. Und ich kann euch versprechen, es ist ein Angriff auf die Lachmuskeln. Ihr werdet euch sehr oft drin wiedererkennen, wenn sich das ältere Ehepaar streitet. Ich glaube, der ein oder andere macht so ein bisschen, boah, das kenne ich doch. Alles aus dem Leben, ne? Aus dem Leben, genau. Life is life, so wie man es, ja, wie man es kennt, genau. Genau. Eigene Erfahrungen, wie auch immer. Alles. Ja, aber ihr seid ja dann noch recht junge, so altes Ehepaar seid ihr doch dann gar nicht, oder? Ja, nun, also ich mit 60, da kann man, das sind andere Aber schon das kommt, Großmütter. 60 ist doch erst am Ende des Jahres, ne? Ja, nächstes Jahr. Aber du, das sind andere schon Großmutter und Das stimmt Urgroßmütter auch und so wieder. Zeug, Stimmt ne? auch wieder. Aber da ich es ja nicht mal zum Kind gebracht habe, gehe ich weiter so durch. Aber ich habe ja jetzt ein kleines Enkelchen. Okay. Mein Mann hat ja aus erster Ehe Kinder und da haben wir jetzt eine kleine Josephine und das ist Quecksilber, könnte von mir sein. Okay. Also alles prima. Alles gut. Ja, das ist immer so, ändert sich doch langsam die Zeit, der Wandel kommt. Und ja, jetzt. Wir sind so langsam die erfahrenen und alten Hasen in der Branche dann. Ja. Ja, ist schon schlimm, wenn man das über sich selbst sagen muss, ne? Ja, Ja. natürlich verändert sich vieles. Ich bin ja auf der Bühne mit meinem Schlagerprogramm, wie du weißt. Auch mit Ich will keine Schokolade, Mendocino und so weiter, die richtigen Schlager der 70er. Und habe mir jetzt überlegt, dass ich tatsächlich, Achtung, jetzt kommt der furchtbare Satz, aufs Alter hin. Nein, dass ich jetzt einfach irgendwann auch gerne Swing machen würde. Und ich werde mir jetzt ein Swing-Programm drauf arbeiten, weil ich das mal noch eine ganz andere Situation finde auf der Bühne. Und weil man mir gesagt hat, dass meine Stimme so gut passt. Und ich denke, dass wir da bis zum Herbst oder Frühjahr nächsten Jahres dann auch eine Swing-Tour haben. Da bin ich auch schon gespannt dann, genau. Gibt es da dann Orchester mit dazu oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich Vielleicht denke, auch so die Big Band vom SWR, das wäre doch eine Idee. das wäre natürlich mein einziger Traum, wenn das finanziell zu machen wäre. Aber ich denke mal, ohne Liveband geht gar nicht. Swing muss live sein. Richtig, genau. Natürlich ist das heute auch, wie du selbst auch weißt, Frank, es ist ein Problem auch der Veranstalter. Das muss man alles auch bezahlen können, ne? Oh Und ja. ich komme immer wieder auf diese Zeit. Leider kommt man immer wieder drauf. Danach sind natürlich die meisten Kassen auch leer. Und Ja. es ist sehr, sehr schwer für die Veranstalter. Also ich mag es nicht, wenn man hier auf den Agenturen rumhackt und immer sagt, ja, die bezahlen ja nicht. Woher sollen sie es denn nehmen? Die hatten ja nun Ganz mal genau. auch mehr als 2 Jahre keine Einnahmen und doch recht wenig Unterstützung, wenn überhaupt. Richtig. Und insofern kann man da natürlich absolut nachvollziehen, dass es irgendwo hapert. Und das dauert jetzt 2, 3 Jahre wieder, bis das. Also ich kenne niemanden meiner Agenturen, die nicht sagen, sie würden am liebsten überbezahlen. Aber es geht einfach nicht. Und wir müssen alle davon leben. Und da muss halt jeder so einen kleinen Schritt zurück. Ganz genau. Ich denke mal, das waren vielleicht die ja, Top 10 Top-Größen sein, die es so halbwegs noch gut durchschaffen. Ja. Und alles andere wird vielleicht doch ein bisschen ja, schwieriger werden. Vor allen Dingen, man denkt ja jetzt immer, jetzt haben wir Corona endlich überstanden.
haben wir soweit ja eigentlich auch, Gott sei Dank. Es kommt natürlich das andere Übel, die Wirtschaftskrise und der blöde, man darf es ruhig so sagen, denke ich, den blöden Krieg da immer noch im Nacken. Ja. Ja, das kam natürlich jetzt zack zur rechten Zeit, ne? Es ist unsäglich. Kaum streckt man den Kopf so ein bisschen hoch, gibt es wieder eine auf den Deckel. Ja, aber auch das werden wir wuppen. Wir sind trotz allem, Frank, sind wir eine unglaublich starke Gesellschaft, die auch füreinander eintritt, die füreinander da ist, die einander hilft, ja? Und ich glaube, wie ich vorhin schon sagte, wir müssen alle ein bisschen runterschrauben. Das ist okay. Natürlich gibt es immer Top-Größen, die damit nichts zu tun haben. Das ist auch ganz okay so. Die haben sich ihren Erfolg ja auch dahin gearbeitet und nicht geschenkt bekommen. Aber es ist halt einfach auch so, ich habe auch während der Pandemie gesagt, ja mein Gott, wenn man 30 Jahre so wie ich auf den Bühnen ist und hat dann nicht so ein bisschen Background, dass man mal ein Jahr, zwei überleben kann, dann hat doch da irgendwas tatsächlich auch nicht gestimmt. Oder ja, also gut, vielleicht, weil ich aus dem Badischen bin und halt doch ein recht sparsamer Mensch und so aufgewachsen bin, keine Ahnung. Aber ja, es geht wieder aufwärts und ich glaube ganz fest daran, dass diese Krise auch bald bewältigt ist, wünsche ich mir zumindest, und dass wir dann wieder richtig nach draußen können. Es ist halt tatsächlich so, dass jetzt die Leute so ein bisschen das Portemonnaie auch festhalten, weil sie Angst haben, ihre Energiekosten und so weiter kennen wir ja aus täglicher Nachrichtensituation, dass sie das alles nicht stemmen können. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, pass mal auf, und jetzt habe ich noch hier 60, 70 € für ein Theaterticket, dann möchte ich auch noch gerne was trinken und was essen. Ja, das ist so ein Abend in dem Fall dann Ja, doch teuer. in jedem Fall, definitiv, Ja, genau. Ich meine, ich und habe da es muss man, jetzt. da darf man nicht böse sein. Nee, ich habe es jetzt heute wieder gesehen oder sehe es auch jedes Mal, einmal in der Woche, wenn du einkaufen gehst, der Einkaufswagen, der ist nicht wirklich voll und du hast gleich über 50, 60, 70 Euro drin, ne? Das spüren wir natürlich alle sehr, das ist ganz klar. Und da geht es mir jetzt wie meiner verstorbenen Mutter, die immer gesagt hat, dann guckst du halt mal, dass du aus den Resten auch noch was machst, ne? Das Ja. ist zwar, ja, so sind wir, das ist zwar Richtig. alles okay, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir haben uns in 2023 nicht diesen Status erarbeitet und diesen Luxus erarbeitet mit Arbeit, damit jetzt irgendjemand kommt und sagt, pass mal auf, ihr habt jetzt zu sparen. Das ist für mich schon eine recht dreiste Form, mit den Menschen umzugehen, Ja, ne? genau. Gut, aber jetzt wieder ein bisschen zum Fröhlichen, denn Ja! mittendrin sind wir ja gerade in der fünften Jahreszeit. Karneval, Fasching, Fasnet, wie es bei uns Hello! heißt. Wie bist denn du da involviert? Ja, ich habe natürlich die eine oder andere Sitzung zu singen, Prunksitzungen. Was mir jetzt gerade einfällt, ist die Damensitzung in der Badnerlandhalle in Karlsruhe. Das sind dann irgendwie 500 Frauen. Ihr glaubt nicht, was da los ist. Das ist der Hammer. Das ist so meine Lieblingsabteilung. Ja, dann geht es Schlag auf Schlag, eine Sitzung nach der anderen. Und danach werde ich mich ja leider, wie ich seit vorgestern weiß, nochmal in die Klinik begeben müssen und mein Ärmchen richten. Das ist ja, ich bin ja Was? letztes Jahr am 24. Januar gestürzt. Ui. Ja, ich habe das nicht an die Presse gegeben, weil mir nicht danach war, fotografiert zu werden. Also ich sollte ja mit dem Musical Kein Pardon mitreisen, 3 Monate. Eine Tour mit Frank Sehr Show Service. Und just einen Tag vor den Proben bin ich gestürzt und habe mir den Oberarm mehrfach gebrochen. War dann natürlich absolut zeitmäßig toll, ne? War dann Pandemie, dann Armbruch, dann Wirtschaftskrise. Also ich habe alles. Und da geht gar Wenn nichts jemand mehr. was braucht, ich gebe ab. Ja, und dieser Knochen möchte nicht so gerne zusammenwachsen. Der muss jetzt nochmal operiert werden. Okay. Und da ich ja aber ein ganz positiver Mensch bin, sage ich, ich gehe da in die Klinik und der Onkel Doktor, der holt den OP-Hund, der beißt das zusammen und alles ist gut. Dann Da wird's bin ich dann wieder. nochmal so ein bisschen ausgebremst, so 1, 2 Monate. Aber dann geht es wieder Vollgas weiter. Dann wünsche ich dir dann auf alle Fälle alles Gute, dass das wieder so wird. Dankeschön, das wird. Auf alle Fälle. Kein Und Pardon. dazwischen,
Pardon, Ja? kein Pardon hast du erzählt. Ist das das Stück mit Von Harpe Kerkeling, Harpe ja. Kerkeling, ja? Genau. Ja. Er ist natürlich nicht dabei, ganz klar. Aber es lief auch sehr, sehr gut und sehr schön. Meine Kollegen haben das toll gemacht. Aha. Und ich saß dann halt hier und habe ein bisschen ein Tränchen verdrückt. Anyway, es geht weiter. Es geht weiter, auf alle Fälle, ganz genau. Was sind sonst noch so Highlights dieses Jahr? Ich weiß, in Mannheim Ja. gibt es ja die Bundesgartenschau. Da wird es bestimmt auch ein paar Bühnen geben, wo man auftreten kann. Bist du da irgendwo auch zu sehen? Bis jetzt habe ich noch keine unterschriebenen Verträge, sonst würde ich es dir natürlich gerne Ja. verraten. Ich habe Anfragen dahingehend und dann gucken wir mal. Es ist ja noch ein Weilchen hin. Was ich bis dahin mache, ist ja, hast du bestimmt gesehen, meine Schnapsidee. Ich habe ja einen Werbevertrag mit der AMH in Zauberfeld, einer Brennerei. Und da gibt es die Lu als Schnäpschen, so kleine Früchtchen. Okay. Das ist die eine Sache. Und dann habe ich jetzt was ganz Tolles, die Queen of Cream, die Melanie Meyritz. Vielleicht darf die bei dir auch mal ins Promi-Geflüster. Natürlich. Eine unglaubliche Frau, die sich in der Krebshilfe, in der Aha. Brustkrebshilfe engagiert und hier auch Cremes für Frauen und da unglaublich viel hilft. Ja, und da bin ich jetzt auch involviert. Und dann werde ich mit Nadja Eiche demnächst in unser Ahrtal fahren, Ja. weil wir ja so einen Mini-Krieg auch im eigenen Land haben, nicht nur in der Ukraine, Stimmt. wo so ein bisschen wenig gerade passiert. Ist irgendwo alles Das wird schon wieder so. ein bisschen in Vergessenheit geraten, ein Stück Ja, weit, ne? und ich bin da absolut erschrocken. Wie man das vergessen kann, wie man die Leute vergessen kann, die in Bürokratie und Ignoranz versinken. Und ich höre, wenn ich die Nachrichten anmache, Ukraine spendet, 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 keiner sagt, wir haben im Ahrtal immer noch nicht anständige Häuser gebaut. Und da möchte ich mich so ein bisschen involvieren und ein bisschen was tun. Wenn niemand laut wird, dann werden die Menschen nicht aufmerksam. Das stimmt, das stimmt. Nee, da hoffen wir mal, dass das hoffentlich auch bald wieder, sage ich mal, zum Leben Ja. erblüht, weil ich denke mal, das Ahrtal, ich war zwar selbst noch nicht da, aber was man so aus der Vergangenheit gesehen hat, das war ja schon, Katastrophal. ja, erstmal katastrophal, aber davor, vor der Katastrophe war es doch ein schönes, Wundervoll, beschauliches wundervoll. Und die Weintal, ne? Menschen sind ja sehr stolz auf ihr Tal, ja. Und wenn man dann sieht, dass da Leute tatsächlich bis heute, es ist ein Jahr her, immer Genau. noch keine Hilfen haben, nicht anständig in ihren Häusern wohnen können. Da muss ich mich dann fragen, Leute, Entschuldigung. Ja, die Politiker lehnen sich raus, wir müssen sofort die Ukraine aufbauen. Mensch, baut doch erst mal hier auf. So Ja? ist es, so Das ist es. dauert gar nicht so lang und das ist ganz in Genau, der Nähe. richtig. Ja, das ist jetzt komisch, ne? Normalerweise so Interviews wie wir, die sind ja immer sehr lustig und immer positiv. Aber weißt du, wenn man solche Dinge nicht nennt, dann kommen die auch nicht nach draußen. Und im Moment ist halt mal eine Zeit, wo nicht alles lustig ist. Außer Richtig. jetzt Fasching dann. Genau. So ist, aber wenn wir uns dann sehen, dann wird es auf alle Fälle hoffentlich Ja, auch das mit genauso Sicherheit. lustig dann, ne? Genau. Ja, Das mit nee, da würde Sicherheit. ich mich wirklich freuen, wenn wir da mal persönlich uns Ja, sehr begegnen. gerne. Bestimmt Ja? bei der goldenen Sonne. Ganz genau. Ja, wunderbar, wunderbar. Was haben wir sonst noch? Neue Produktion? Gibt es da noch was? Ist da noch was im Entstehen? Morgen früh gehe ich ins Studio und mache einen neuen Schlagertitel, der dann im Frühjahr, also März, April rauskommt. Fragt mich bloß nicht, wie er heißt. Ich habe nämlich noch keinen Arbeitstitel. Ich habe ihn selbst geschrieben. Die Musik macht Gerd Lorenz, wie immer bei mir. Und ja, morgen erarbeiten wir erstmal. So, Es ist Gerd. ein tolles Thema und ja, ich hoffe, es wird schön. Der letzte lief ja sehr schön. Die Erde ist ein Paradies, den ich geschrieben habe. Der lief ja auch bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Hat mich sehr gefreut und ja, schauen wir mal. Gerd Lorenz erwähnst du gerade. Kenne ich auch gut. Das ist ja, der kommt ja aus meiner Ecke auch. Ich Ja. komme ja, bin ja in Reutlingen zu Hause, Rangendingen, Hechingen, das ist ja Genau. alles eine Ecke. Ganz toller Tipp. Genau, und da würde ich sagen, da müssen wir unbedingt zusammenhalten, ne? Ja, natürlich. Wir haben ja auch während dieser Zeit, dieser dunklen Zeit, sage ich immer, ich kann das Pandemiewort nicht mehr leiden, Nee. während dieser dunklen Zeit haben wir doch sehr viel gearbeitet, auch über Skype und telefoniert und So ist es. gemacht und geschrieben. Einfach auch, um zu sagen, Mensch, also aber in diese Laune lasse ich mich nicht ein. Ne? Richtig. Wir gehen trotzdem weiter nach vorne.
Ganz und genau. haben trotzdem geblödelt, denn es nutzt alles nichts. Wenn wir nicht mehr lachen, dann ist es ganz vorbei. So ist es, genau. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir auf alle Fälle ganz, ganz viel Erfolg. Das Jahr 2023 möge dir viel Glück bringen. Ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Und wir machen auf alle Fälle eine Fortsetzung, egal wann, egal wie. Sobald du was Neues hast, Sehr gerne. lass es mich wissen. Dann plaudern wir hier wieder. Sonntagsgeflüster gibt es auch noch. Da können wir auch, wie Oh. gesagt, mal zu dritt mal oder noch jemanden mit dazunehmen. Das Sehr wird dann gerne. auch eine nette, illustre Runde. Das machen wir auch immer. So, zumindest in der, ja, Winterzeit, sage ich immer wieder. Da haben wir das Sonntagsgeflüster noch. Ne? Immer Mit 19:30 live dann. Apfelkuchen, mit Apfelkuchen. Ja, zum Beispiel. Ich Das können backe wir auch nämlich so machen. gerne. Okay. Backst du auch gerne? Ja, ich koche und backe leidenschaftlich. Oh, Mein sehr Mann gut. sagt immer, man würde es uns auch ansehen. Ja, du, irgendwann, klar, wir stehen da dazu, ne? Wir sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Alles prima. Solange es uns gut geht, solange wir gesund sind, ist alles perfekt. So sehe ich es auch ganz genau. Also behalte auf alle Fälle den Humor bei und ich freue mich für dich, wie gesagt, wenn es weitergeht und das Theaterstück, das, vielleicht komme ich ja auch mal dazu. Da lade ich dich ein, ganz sicher. Das musst du sehen. Das auf alle Fälle zum Lachen immer gerne. Ne? Liebe Und Lu, wir sehen uns bis bald. genau, mach's gut, gute Zeit. Und euch alle, bleibt behütet, bleibt gesund und vergesst nicht zu lachen.